Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zur endlich siebten Folge von der dritten Staffel. Ich rede mit dem Cleverbot. Mal gucken, worüber wir heute Schönes reden werden. Wahrscheinlich über nichts Spannendes. Wir fangen ganz gechillt an mit guten Tag. Wir machen hier erstmal die ganz chillige Art und Weise natürlich. Wisst ja, wie es ist, wenn ich mit dem Cleverbot rede. Und wie geht es Ihnen? Der Cleverbot antwortet schon mal sehr recht positiv. Positiv. Anstatt in den anderen Folgen und anderen Staffeln. Schreibt jetzt auch mal so weit. Ganz gut. Und Ihnen. Wir bleiben auf dieser Spur. Bleiben wir einfach mal auf dieser Siezenspur. Was machen Sie so? Wir bleiben jetzt einfach mal auf dieser Siezenspur. Ey, das ist zum ersten Mal, dass ich wirklich aufnehme und mir nicht denke, nein, ich habe keine Lust mehr. Aber, ey. Der Cleverbot kann vernünftig sein. Ich habe jetzt einfach mal, hört sich gut an. Hört sich gut an. Ja, tut es aber. Was machen Sie denn? Die Uhrzeit, okay. Ich glaube, es soll um die Uhrzeit heißen. Aber okay, wegen, ihr wisst, wie das läuft. Beim Cleverbot ist das ein bisschen anders. Ich schreibe jetzt einfach mal Videos auf YouTube gucken und Musik hören. Das weiß ich. Und einen neuen Film schauen mit meinem Vater. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich frage jetzt, welchen Film? Nichts. Stark. Okay. Was willst du noch so heute mit mir machen? Alter, mit dir will ich gar nichts mehr. Es geht jetzt schon wieder in diese Richtung. Nichts, aber mir ist aber langweilig. Mir auch. Lass uns reden. Wir lassen auch dem Cleverbot einfach mal die Entscheidung. Okay, er hat jetzt halt geschrieben, er macht, was ich will. Dann halt's mal. Nein, was können wir schreiben? Ich überlege gerade, was kann man denn mal so schreiben? Ich mache das, was du willst. Okay. Und bist du 17 und du, wenn er jetzt kommt mit sagen, ich okay, ich wollte gerade schon sagen, Diggi Junge, dann will ich aber meine Lieblingsfarben blau und schwarz. Schwarz und blau und schwarz, meine sind blau und rosa. Cool. Ja, juckt nur keinen, ne? Aber hier so ein bisschen ASMR mit drin, durch meine Tastatur. Das?
Guck mal, sowas hätte ich vielleicht mal in einer anderen Folge gebrauchen können, um genau zu sein, eigentlich in allen Folgen, aber leider gönnt ja der Cleverbot nicht, was sowas angeht. Aber jetzt hier vernünftige Unterhaltung. Hätte ich nicht gedacht, ne? Okay, wir wissen, dass der Cleverbot 17 ist. Okay, gut. Geht klar, weil ich bin selber 17. Frag eine Frage. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Wir machen erstmal. Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Ich bin ein Mädchen. Okay. Okay, das ist schon mal einigermaßen. Einigermaßen in eine Richtung, die man gehen kann. Ja. Worüber willst du denn reden? Ich würde jetzt einfach mal schreiben, über was willst du denn reden? Jetzt kommen wir nicht mit über uns, Digga. Aber nur selber, keine Ahnung. Was bist du? Ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Auf Gazelle, schnelle Welle. Ja, okay. Ach, Mann. Es geht schon wieder los. Das Problem ist, jetzt geht es halt so in diese Richtung, in die ich diese Folge nie kriegen wollte. Ach, bitte. Bitte, 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 bitte. Warum? Bitte. Oh, nee, Alter. Oh, nee, ey. Das ist schön für dich. Ich schreibe jetzt einfach ganz stumpf, ne? Will damit nichts zu tun haben. Gut. So, passt. Lass dich drüber reden. Willst du immer noch, dass ich ein Buch habe? Ich habe nie was davon gesagt, dass der Cleverbot ein Buch mit mir lesen soll. Aber. Nein. Ja. Nein. Ja, nein, ja. Oh. Und es geht wieder los. Oh. Können diese Unterhaltungen nicht einmal vernünftig sein? Bitte! Ich muss weg. Ja. Nein, ich kann das nicht mehr. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schaut in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Joint gerne auf mein Discord, wurde überarbeitet. Und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold.